Beim Intervallfasten gilt die Devise, dass ausschließlich kalorienfreie Getränke erlaubt sind. Fruchtsäfte, zuckerhaltige Softdrinks oder alkoholische Getränke sind somit tabu. Die besten Durstlöscher sind Wasser und ungesüßte Kräutertees. Wasser ist beim Fasten nicht nur erlaubt, sondern es ist sogar sehr wichtig, viel zu trinken. Denn auf der einen Seite fehlt das Wasser, das wir sonst über die Nahrung aufnehmen. Auf der anderen Seite scheidet der Körper zu Beginn der Fastenphase größere Wassermengen aus. Vielen fällt es dennoch schwer, ausreichend Flüssigkeit zuzuführen. Besonders wenn man an süße Getränke gewöhnt ist, die beim Intervallfasten eben wegfallen. Dabei kann man Wasser ohne viel Aufwand mehr Geschmack verleihen, indem man Zitronensaft oder Zitronenscheiben hinzugibt. Deshalb geht es heute um die Frage, ob Zitronenwasser beim Intervallfasten erlaubt ist oder man damit das Fasten bricht und die gesundheitliche Wirkung zunichte macht. Beim Intervallfasten schafft man tägliche Fastenintervalle dadurch, dass alle Mahlzeiten des Tages in einem begrenzten Zeitfenster untergebracht werden. Der Tag wird somit zeitlich in eine Fastenphase und eine Phase der Nahrungsaufnahme eingeteilt. In dem Zeitfenster, in dem wir Nahrung zu uns nehmen, besteht keine Einschränkung. Wir können beliebig viel Zitronenwasser trinken. Insofern ist die Fragestellung nur für die Fastenphase von Bedeutung. Vorab möchte ich aber noch eine Sache klarstellen. Gemeint ist keine gesüßte Zitronenlimonade, wie sie im Supermarkt zu finden ist. Solche Getränke sind in der Regel zuckerhaltig und lassen sich nicht mit dem Intervallfasten vereinbaren. Es geht um Wasser, das mit einer geringen Menge an selbstgepresstem Zitronensaft versetzt wird. Entscheidend dafür, ob sich ein Getränk mit dem Intervallfasten vereinbaren lässt, ist, ob es zucker- oder kalorienhaltig ist. Kalorienhaltige Getränke sprechen die Nährstoffsensoren mTOR und AMPK an und führen zu einer Insulinausschüttung. Der Zucker geht sofort ins Blut und lässt den Blutzuckerspiegel ansteigen. Um gegenzuregulieren, bildet der Körper Insulin, welches den Zucker aus dem Blut zur weiteren Verwertung in die Zellen einschleust. Als anaboles Hormon steht Insulin der katabolen Stoffwechsellage während des Fastens diametral gegenüber und unterbricht das Fasten. So wird die Autophagie, das zelluläre Recyclingprogramm unseres Körpers, durch eine Insulinausschüttung ebenfalls gehemmt. Werfen wir vor diesem Hintergrund mal einen Blick auf die Nährwerte von Zitronensaft. Hier sehen wir, dass Zitronensaft im Vergleich zu anderen Getränken zwar kalorienarm ist, trotzdem aber einen gewissen Brennwert hat. So liefern 100 ml Zitronensaft 22 Kilokalorien in Form von fast 7 Gramm Kohlenhydraten bzw. 2,5 Gramm Zucker. Zitronensaft unterbricht somit streng genommen das Fasten, denn die enthaltenen Kohlenhydrate können technisch gesehen die Nährstoffsensoren mTOR und AMPK ansprechen und zu einer Insulinausschüttung führen. Um auf Nummer sicher zu gehen, sollte man auf Zitronensaft während der Fastenphase deshalb verzichten. Nun geht es hier aber auch nicht um reinen Zitronensaft, sondern um Zitronenwasser, also um Wasser, das nur mit ein paar Spritzern Zitronensaft versetzt wird. Die Kohlenhydrate des Zitronensaftes verteilen sich somit auf eine größere Menge an Flüssigkeit, weshalb Zitronenwasser wesentlich kalorienärmer ist. Entscheidend ist hier das Verhältnis von Wasser zu Zitronensaft. Gehen wir mal davon aus, dass der Saft einer Zitrone auf 1 Liter Wasser kommt. Dieses Verhältnis ist für den typischen Zitronengeschmack absolut ausreichend. Unter der Annahme, dass eine mittelgroße Zitrone ca. 50 ml Saft liefert, kommen auf 100 ml Wasser 5 ml Zitronensaft. Wenn wir die Nährwertangaben von Zitronensaft auf diese Menge runterrechnen, dann ergibt sich für das Zitronenwasser ein Brennwert von ungefähr 1,1 Kilokalorien bei 0,35 Gramm Kohlenhydraten und 0,125 Gramm Zucker. Bei dieser minimalen Menge an Kalorien und Kohlenhydraten ist nicht von einer Insulinausschüttung bzw. einer signifikanten Auswirkung auf den Stoffwechsel auszugehen. Auch beim Fasten liegt der Blutzuckerspiegel nie bei Null. Bestimmte Organe wie die Erythrozyten, also die roten Blutkörperchen und unser Nervensystem sind auf Glucose als Energielieferanten angewiesen. Deshalb wird der Blutzuckerspiegel in Fastenphasen über Stoffwechselwege wie die Glykogenolyse und die Gluconeogenese auf einem geringen Level stabilisiert. Insofern lässt sich Zitronenwasser meiner Meinung nach durchaus mit dem Intervallfasten vereinbaren, solange man es nicht literweise trinkt und das Verhältnis stimmt. Wenn der Saft einer Zitrone auf 1 Liter Wasser kommt, ist das meiner Meinung nach absolut vertretbar. Darüber hinaus werden Zitronenwasser viele gesundheitliche Vorteile zugeschrieben, wie zum Beispiel, dass es die Verdauung fördert, das Immunsystem stärkt und Entzündungen im Körper reduziert. Zitronenwasser hat auch ohne Frage positive Effekte.
Allerdings ist die Wirkung nicht so groß wie häufig beschrieben, da die Menge an Zitronensaft, die wir über Zitronenwasser, insbesondere beim Intervallfasten zu uns nehmen, sehr gering ist. Meiner Meinung nach ist der größte Vorteil, dass Zitronensaft dem Wasser auf gesunde Art und Weise Geschmack verleiht, das Intervallfasten so angenehmer macht und uns dabei hilft, mehr zu trinken. Wenn du mehr erfahren möchtest, schau dir gerne mein Video zum Thema Kaffee beim Intervallfasten an. Dort erfährst du, ob und unter welchen Voraussetzungen Kaffee beim Intervallfasten erlaubt ist. An der Stelle kannst du auch gerne meinen Kanal abonnieren, um kein Video rund um das Thema Intervallfasten mehr zu verpassen. Darüber würde ich mich sehr freuen und ich bin mir sicher, dass du genauso davon profitieren wirst. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao!